Die Wunde muss erstmal verheilen. Mach dir keine Sorgen. Seid vorsichtig da draußen. Connor. Viel Glück. Bring sie nach Hause. Werde ich. Du leistest gute Arbeit. Ich wünschte, ich hätte mehr wie dich. Hopp! Fahr vorsichtig. Und damit ganz herzlich willkommen zu Homefront. Neues Wochenende, neue Parts von Homefront, Samstag und Sonntag. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und hey Leute, da kommt der erste Einsatzpunkt. Wir sind in Ordnung. Wir werfen euch ab und Hopper richtet sich am östlichen Platz ein. Ich bringe den Lieferwagen zum Haupttor und treffe mich mit den Typen von Gunnison. Wir sind hier. In meinem Revier. Das ist nie mehr versteckt. Los, Jacobs, Schützendienst. Nimm das Gewehr. Jetzt geht's. Power Action! Der Rest von uns wird nach der zweiten Runde angreifen. Ihr zwei bleibt oben und gebt uns Deckung. Wir machen den Weg für Goliath frei. Dann gehen wir rein und suchen den Treibstoff. Hoffentlich bist du bereit, den Scheißkerlen richtig weh zu tun. Emma! Am liebsten würde ich die Socken ausziehen. So, können wir jetzt mal weit laufen? Endlich. Der Parkplatz ist sauber, aber drinnen könnten noch welche sein. Seid ihr zwei allein? Es kommen noch mehr. Halt dich zurück, bis das Feuerwerk losgeht. Ja, schöne Gegend. Mann, scheiß Schnupfen, ey. Immer ins Anfang hier aufzunehmen. Mein Gott, ey. Stimmt mich selber auf, ey. Du siehst gar nicht gut aus. Nee. Keine Schüsse. Wir warten, bis Connor loslegt. Was ist das für eine? Zurück. Wir sehen uns dann auf dem Parkplatz. Das ist ein R. Wenn Sie uns hier hinten sehen, geht alles in die Hose. Ich hab nicht mal eine Waffe. Hallo. Soll ich mit Stock anwerfen oder was? Ja, solange ich keine Waffen zücke, kommen auch keine Gegner. Ich folge der alte mal. Der alten. Oh, da war ja einer. Was macht denn der hier so alleine? Warum guckt der denn zur Tür? Warum guckt der nicht hier runter? Also das ergibt doch gar keinen Sinn. Los geht's. Ey, der zuckt noch. Tiger Direct kommt. Discount Computers. Okay, Connor, zeig's uns. Verstanden. Los geht's. Ja. Es lebe der König, Baby. Darf ich jetzt irgendwas machen? Das nennt man Ablenkungsmanöver. Sie kommen näher. Ja, darf ich jetzt mal schießen? Verstanden. Zünde weißen Phosphor. Oh, jetzt gibt's ein großes Bumm. Oh mein Gott. Gott, ich kann riechen, wie sie brennen. Mach ihrem Leiden ein Ende. Wer schießt da? Lass diese Bastarde kochen! Papa, wo bleibt die zweite Salve? Ja, ich arbeite dran. Scheiß drauf, wir gehen rein. Alle Teams los! Greifen Sie den Feind an. Ja, hat schon vor. Oh, wow. Das sind unsere. Noch auf dem Weg? Ja. Den habe ich 100 Pro in den linken Hohn weggeschossen. Noch auf dem Weg? Oh Scheiße, Fehlschuss, Fehlschuss! Oh oh. Oh. Ja, direkt zu uns, war klar. Das Ding kommt auf uns zu! Vom Dach runter! Sofort! Das war sowieso klar, dass der genau zu uns kommt. Ach ja.
Los doch! Wir müssen zum Turm! Mir nach! Ja, dann lauf doch, Mann! Schnell! Los! Jacobs, Rihanna, hört ihr mich? Echt? Los, los! Wo ist das zweite Geschoss? Ich lauf doch schon! Leute, hört ihr mich? Muss ich noch was drücken? Ja. Ist alles okay? Ich dachte, das wäre jetzt noch bespickt mit Quick-Tenable. Jetzt sagt doch jemand was! Ist eigentlich ganz nett, die macht für einen Kriegsshooter. Tut mir leid, tut mir so leid! So ein bisschen Feuer-Action. Den Turm hoch! Los! Hat geklappt! Das war ein Unfall! Dein Unfall hätte uns fast umgebracht! Der Turm besteht aber aus Holz. Also es wäre unklug eigentlich hier auch zu bleiben, weil der eigentlich logischerweise abfackeln kann. Wir haben ein paar Sekunden, bevor der Phosphor genug abgebrannt ist, damit wir weiter... Herrgott, Connor, das ist scheiße! Die Hälfte der brennenden Leute gehört zu uns! Auf keinen Fall! Hör auf damit! Scheitern ist hier keine Option! Bist du dabei? Ja! Bumm! Oh scheiße, Kampfhubschrauber! Halt dich irgendwo fest! Ah! Naja, ein bisschen Action muss sein, aber auch. Oyote! Super gemacht. Die Scheiße hier wird immer besser und besser. Das ist unser Goliath. An die Waffe! Wir gehen rein! Alle hinter dem Goliath vor mir! Wenn wir einen Luftschlag haben! Oh, Scheiße! Auf dem Dach! Das ist schon weg. Wir haben uns um Goliath gekümmert. Auf dem Dach! Geschafft! Der Goliath ist wieder online! Ich weiß manchmal gar nicht, vor so vielen Gegnern, wo ich hinschießen soll. So. So, da drauf, los. Ich muss den nehmen wegen den MP-Dingern. Ist schon weg. Aber hier muss man sich echt konzentrieren, also hier kann man nicht viel reden, weil Zielen und so. Schön das Geld, wenn die Raketen abgefeuert werden. Ding, 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 ding. Wie der da liegt. Also, es ist mal was anderes außer Call of Duty oder so, oder Battlefield. Ja, Battlefield habe ich nie gespielt. Aber, es ist echt mal was anderes. Der Heli ist zurück! Gegen den Heli hat Goliath keine Chance! Abschießen, wir dürfen Goliath nicht verlieren! Nimm das, du Mistkerl! Benutzt Goliath, um den Vogel vom Himmel zu holen! Ist schon dabei. Er passt runter! Oh, oh, oh. Auf den Weg! Oh. Ja, ich geh schon, ich geh schon. Verstärkung, Westeingang. Wir müssen diesen Parkplatz halten. Na los. Also heute bin ich ganz gut in Zielen. Ah, ich hab keine Munition mehr. Deckung
Ich hab mal andere Waffen. Oh, ich Idiot, ey. Boah, ich bin so ein Hässler. Na, duck dich! Wie geht denn das nochmal? Wieso duckt er sich nicht? Ach so, oh, hier. Ey, da. Ist ja richtig was los. Naja, mit der Waffe bin ich nicht so gut im Ziel. Oh, scheiß kurzes Magazin. Das ist unsere Chance reinzukommen. Bei mir verlieren. Hopper, der Goliath gehört dir. Sichere den Parkplatz, bis wir zurückkommen. Verstanden. Ja. Ich werde euch nicht enttäuschen. Halt die Klappe und mach deine Arbeit. Edel. Komm rein, Jacobs. Wir gehen durch den Laden. Bisschen Munition aufsammeln. Da. Hier drüben beim Zaun. Ja, Mensch, bleib doch mal ganz sportlich hier. Kriegt man noch mal. Ach so. Oh. Kannst du mal den Arsch waschen? Formatieren Sie sich an Seiten ein, Jank 0. Wie viele Leichen haben wir da zurückgelassen? Sie kannten das Risiko. Nein, niemand so lange, verdient Alter. So zu sterben. Wo hast du diesen Scheiß überhaupt her? Dran. Von den Koreanern gestohlen. Sie wollten das Zeug bei Aufständen einsetzen. So sollte das nicht laufen. Hör zu, wir müssen diese Tanklaster markieren. Bist du bereit? Ja. Gehen wir. Hier lagern sie also den Treibstoff. Oh, Alter, ich hasse eigentlich so ein Ziel. Ich hatte gerade einen Helium-Flug über mir. Er ist in ein paar Sekunden okay, bei euch. Tausch ich laut mal. Funk sind noch mehr unterwegs. Wow. Die KVA seilt sich ab. Das war echt. Nun alle. Drüben bei den Katzen. Was für Katzen? Wahrscheinlich sich das mal anhören, wenn du Schüsse abkriegst. Also, was labert der? Unter schwerem Beschuss! Jacob, hilf mir! Mach doch nicht. Schüsse auf meine Stellung! Gib mir Deckungsfeuer! Ich bin doch schon noch mal. Ja, noch einer. Noch zwei. Naja, die können doch nicht so viel Brut haben. KVA auf den Ausstellungsketten! Vorsicht mit den Fässern! Willst du uns zusammen mit dem Schuppen abfackeln? Ah, scheiße. Alter. Ja, warte, die schnapp ich mal. Ist der. Das würde ich jetzt für einen Raketen. Pferdeficker, Alter. Hab ihn. Da kommen noch mehr durchs Dach. Nimm das, du Mistkerl. Ich flankiere dich mal. So muss das sein. Ah, die ist schon viel besser. Gib mir Deckungsfeuer!
Hier draußen kommt massive KVA-Verstärkung an. Wir brauchen Zeit haben. Halt uns den Rücken frei, solange du kannst. Ich könnte mal so alle ausrotten. Was seid denn ihr alle? das war jetzt scheiße. Ja, ich glaube, ich muss die ganze Scheiße nochmal machen. Vorsicht mit den Fässern! Willst du uns zusammen mit dem Schuppen abfackeln? Leute, hier draußen kommt massive KVA-Verstärkung an. Wir brauchen Zeit. Halt uns den Rücken frei, solange du kannst. Alter! Naja, wirklich so einfach sollte man das nicht auf die Schulter nehmen. Hallo, ist hier jemand? Wir brauchen Hilfe! Wir kriegen hier den Arsch versohlt! Heul nicht rum, wir kommen so schnell wie es geht! Richtig. Wir können sie nicht länger aufhalten! Versuch es einfach und halt den Punkt frei, wenn du nichts Sinnvolles zu sagen hast. Weil man muss wirklich schon zielen können. Weil das sonst schwer wird. In seine Hand kaputt geschossen. Davon stirbt er. Wir sind hinten auf der Rampe. Bin schon oben. Ah, scheiße, hat kein Zielfernrohr. Also so ein Reflexrevisier. Ach, naja. Ja, mach das so. Das Fahrzeugdepot ist hinter dieser Tür. Wir sorgen für Ablenkung. Du musst einen der Tanklaster markieren, bevor er rausfährt. Wir dürfen das nicht vermasseln. Los, los, los! Scheiße! Connor, die Laster fahren schon los! Kann nicht einmal was einfach sein, verdammt! Ja, was soll ich denn anbringen? Jacobs. Bewegung! Du kannst dich rechtsrum vorarbeiten! Das haben wir im Griff! Lauf zu den Lastern! Bewegung! Weiter! Der zweite Laster fährt los! Ich laufe schon. Jacobs, wenn du den Laster nicht kriegst, noch einer! Ja, ich laufe schon! Du hast es geschafft! Der Sender ist angebracht! Das Signal ist klar und deutlich! Gute Arbeit! Gib uns eine Sekunde, wir treffen uns da unten! Ja, Hauptsache hier läuft kein Schwanz rum. Wieder bei Tiger Direct kommen, ob es die Seite wirklich gibt. Oder ob das nur Hirngespinst ist. Wir treffen uns am Hinterausgang. Tja, warte mal, wir merken. Tiger Direct kommen. Da drüben, im nächsten Part werde ich euch Bescheid sagen, ob das geht oder nicht. Connor, den Zellen auf dem Parkplatz vielleicht gibt wird es der ja Arsch aufgerissen. Wie sieht der Fluchtplan aus? Wir kommen durch den Laden zurück. Haltet einfach durch, bis wir da sind. Haben wir überhaupt einen Fluchtplan? Nein. Fällt schon was ein. Gehen wir. Jo. Scheiße, wir müssen uns beeilen. Oben in den Fenstern. Nicht nachladen. Oh, ich bin das mal gewohnt, um mal jedes Mal nachzuladen. Alter, was ist das? Stellung. Ja, komm, zeig dich. Nein, nein, nicht. Also dich fick ich sowieso noch, also brauchst nicht weglaufen. Ich glaube, ich rieche koreanisches Grillfleisch. Oh Mann, Connor! Oh, oh, oh.
Ja, was soll ich da jetzt machen? Um uns herum stürzt alles ein! Also so trifft er übel schlecht. Vorderseite des Ladens. Aber mal schnell die haben. Bewegung! Ich werde lieber erschossen, als zu verbrennen! Unten bleiben und immer weitergehen! Ja. Das war nichts noch. Obwohl. Das war schon mal ein Ego-Shooter. Selber schuld. Ich bin gnädig. Ich gebe ihnen den Ladenschuss. Hier drüben, meine Feuertreppe aufs Dach! Ja, dann los, rennen! Kommen bestimmt noch zwei, drei Gegner. Oh. Die Treppe hoch! Na los, zum Dach! Und kann ich wieder nichts machen? Weil ich bin schon längst umgeknallt, Fotzen. Ich mach die Tür klar. Ich kann nicht mehr! Ja, tu mal nicht so, als ob du hier K.O. bist, Mann. Ja, guck mal, ich bin ganz fit. Springe! Ich könnte jetzt noch 1000. Wir sind fast da! Durchhalten! Alter, was? Wir sind fast raus aus dieser Scheiße! Verstanden, ich bin bereit! Hau doch mal ab hier, lass mich doch mal raus, Mann. Scheiß NPCs. Gut, der ist. Meine? Ja, grün. Da. Die Laster sind hier. Gib uns Deckung. Feuer auf die KVA. Jacobs, benutzt Goliath. Warum kann ich nicht gegen mich bleiben? Ja, ich bin schon dabei. Alter, ich renn doch schon. Ich muss nochmal stehen bleiben. Alle an Bord! Bring uns hier raus, verdammt! Hoppa! Also, der Goliath-Ding ist richtig geil, ganz ehrlich. Verdammt, schalte mit dem Goliath alles aus, was hinter uns ist! Nimm die Zielvorrichtung! Festhalten! Schaff mal schon. Schalt ihn aus, oder wir sind tot! Ja, Mensch, ich muss doch mal in das Ding hier rein. Den Heli! Dass der mal rausgeht, ist nervig. Wir haben die Laster, nur darauf kommt es an. Holen wir Hopper und dann ab nach Hause. Oh, ist schon schlimm, dass der sowas sagt. Bestätigten Meldungen zufolge wurde heute ein riskanter Angriff auf das KVA-Nachschubdepot in Montrose gestartet. Obwohl der Widerstand schwere Verluste hinnehmen musste, war der Einsatz ein Erfolg. Der Mut und die Opferbereitschaft dieser Frauen und Männer werden nicht vergessen werden. Auch unsere Feinde werden diesen Tag in Erinnerung behalten. In der ganzen Besatzungszone hat die KVA die Sicherheitsvorkehrungen erhöht und Zivilisten gezwungen, Mitglieder des Widerstands zu identifizieren. Es sind erschreckend viele Bürger verschwunden und es gibt Berichte von Folterungen und Exekutionen. Manche stellen die Rebellion in Frage. Sie fürchten Repressalien, mitten in der Nacht versteckt zu werden. Der Preis unserer Freiheit war schon immer hoch. Wir müssen zusammenstehen. Jetzt oder niemals. Dies ist die Stimme der Freiheit. Ja. Keine Angst, Leute, es geht noch weiter. Kann's kaum erwarten, das Boon zu erzählen. Ich will einfach nur duschen. Scheiße! Das klingt. Bewegung! Oh mein Gott! Oh, Scheiße! Oh.
Ich glaube, der ist tot. Das war doch unser Dings. Das ist traurig. Sie haben alle getötet. Diese Scheißkerle. Oh Mann. Hier hast du dein Abzeichen zurück. Ich kann nicht glauben, dass sie das getan haben. Das gibt Rache. Oh Gott, du! Hört ihr das? Wir müssen raus aus Montrose. Wir müssen los, sofort. Ach, Rihanna. Mal Zeit, die Leute zu begraben. Ich weiß, es ist nur ein Spiel, Rihanna, aber... wir müssen gehen. Ich würde sagen, fliegt hier ein Dollar? Hier ist das Wasserpumpending. Oh Mann. Weil die waren doch auch Kinder. Gut, die dürfen jetzt nicht tote Kinder zeigen, aber... Wir vier gegen den Rest der Welt. An alle Widerstandszellen. Die Oase ist gefallen. Sie haben Boone umgebracht. Connor, hier Brooks. Die 718er haben den Unterschlupf gefunden. Die Gunnison weiß nicht, wo sie hin soll. Was zum Teufel ist los? Wir treffen uns bei der Mauer. Wir verschwinden von hier. Alles okay? Ich will nicht darüber reden. Es ist viel zu ruhig. Immer weitergehen. Ja, irgendwie schon. Immer wenn es zu ruhig ist, passiert gleich ein Donnerwetter. Wenn wir die Straße hier entlang gehen, sollte es ein Kinderspiel sein. Waren wir ja schon mal. Ganz am Anfang, ihr erinnert euch. Letzte Woche. Hinterhalt! Raketenwerfer! Erster Stock! Macht sie alle! Alle setzen einen hinter dem Befehl! Bastarde! Sie werden für Boone bezahlen! Lass sie dann weiter! Die Brach, Alter, ich kill euch. Ich fick euch alle, Alter. Zambi, geht in Deckung! Ah! Hopper, wir brauchen den Goliath! Schon dabei! Was? Schieß auf die leichte Panzerung! Granate! Benutzt die Zielvorrichtung! Ja, ich bin auch schon dabei, es geht aber gerade nicht. Alter, es geht grad nicht. Schalt das Fahrzeug aus! Eine Stellung! Gib mir Deckungsfeuer! Ich bin unter Schuss! Benutzt die Zielvorrichtung! Es geht nicht, Mann! Ich drück doch mal! Schalt das Fahrzeug aus! Schalt das Fahrzeug aus! Es, ey, wir können uns doch nicht verarschen, Alter. Es geht nicht. Es ist viel zu ruhig. Immer weitergehen. Wenn wir die Straße hier entlang gehen, sollte es ein Kinderspiel sein. Hinterhalt! Ja, der hat mich mal geschossen. Macht sie alle! Da kommen noch mehr aus dem Haus! Erwischt! Das war ich! Ich hab ihn erwischt! Er bewegt sich nicht mehr! Hey, vorhin wurde die Tür offen. Jetzt geht's. Schalt das Fahrzeug aus! Also vorhin ging's echt nicht. So wird das gemacht! Da oben ist ein Raketenwerfer! Das ist unsere Chance! Warum die Tür vorhin offen war und jetzt nicht? Der Goliath nimmt Schaden! Ihr müsst sie aufhalten! Ich bin noch schon dabei, bleibt euer Herrn sportlich, mein Kollege. Wir müssen weg! Gib mir Deckung, ich rücke vor! Hält eh nicht mehr lange.
Ist das Ding zu? Wir müssen diese Raketenwerfer ausschalten. Wir brauchen Goliath. Der Goliath nimmt Schaden. Noch ein Raketenwerfer. Erster Stock rechts. Er ist erledigt. Ah. Da oben, linke Seite. Auf die Raketenwerfer. Genau so. Mach sie fertig. Bin schon dabei. Auch Muni. Noch ein Raketenwerfer. Erster Stock rechts. Scheiße. Der Goliath hält nicht mehr viel aus. Sie unter schwerem Beschuss. Wo denn? Ich hab ihn! Er dich! Hab ihn! Lade nach! Nur den Knopf! Auf der rechten Seite, da oben ist noch einer! Wo denn? Ich hab ihn erwischt! Bewegung, Jacob! Bewegung! Das ist Schwierigkeit normal. Sie haben die Straße blockiert! Das wird uns nicht aufhalten. Der Goliath hält nicht mehr lange. Der geht gleich kaputt. Wir müssen weiter. Los, vorwärts. Da, vor uns. Noch ein Raketenwerfer. Ist schon weg. Wir verlieren den Goliath. Alter, die Waffe verzieht die Witz. Scheiße! Stehe unter schwerem Beschuss! Ja, die Waffe ist jetzt nicht so sonderlich stark. Unter Beschuss! Klasse. Muss nachladen, stoppt man da nicht. Goliath wieder raus. Wir müssen den Panzer erledigen. Bist du irre? Goliath kann es doch nicht mit deinem Panzer aufnehmen. Dann flankieren wir ihn und schießen von hinten. Jacobs, geh da raus und schieß auf das Ding. Ich halte den Rücken frei. Los! Was soll ich machen? Folgen. Doch. Gute Arbeit, ihr zwei! Lol. Lass das! Ach, nein! Scheiße. Ach, jetzt fällt er auf einmal nicht. Brianna, hilf mir! Wir müssen weiter! Ich kann das reparieren! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Halt das! Goya Ding, das ist geil. Ich glaube, ich hab's! Goya hat funktioniert, aber so gerade. Gut, wir werden es brauchen. Los geht's. Aha. Okay. Hoffentlich hast du einen guten Plan, uns hier rauszuholen. Ja. Noch hat es keiner über die Mauer geschafft. Dann werden wir die Ersten sein. Wir können hier nichts mehr tun. Connor, wann kommt ihr an? Wir sind fast da. Ich will das Scheißding fallen sehen, seit ihr den ersten Stein gelegt habt. Wir sind die ganze Zeit bei euch. So. Mein Gott. Was passiert denn da schon wieder? Leute, wir bombardieren jetzt die Stadt. Gestern. Also ist das unsere Schuld. Schnauze, Hopper. Wir müssen weiter. Mann, wie schrecklich man sein kann. Das ist grausam. Richtig grausam. Schrecklich, echt. Das hat keinen Sinn. Ohne ist tot. Es ist vorbei. Es ist nicht vorbei.
Boone hatte einen Plan. Wir sollten ihm die Ehre erweisen, ihn durchzuführen. Wenn wir schreckliche Menschen. Haben wir eine Chance, die Mauer einzureißen und die Tanklastwagen einzuholen. Ah, scheiße, Mann. Ja, immerhin habe ich hier noch ein paar Schuss. Jeder Schuss muss sitzen. Und das wäre wohl locker. Ja, willst du mein Freund sein? Ich suche Brooks. Er ist hin. Kann gleich ranzoomen? Nö. Keine Ahnung, ob man damit ranzoomen kann. Wie ist die Situation? Wir werden an der Mauer festgenagelt. Da leiden schwere Verluste. Was ist mit Verstärkung? Ich würde nicht darauf bauen. Die KVA brennt Siedlungen nieder. Sie töten jeden in Sichtweite. Wand, die wenigen Überlebenden haben alles C4 genommen, das wir hatten. Der Widerstand? Raketenwerfer, unterstützt von Regulären der KVA. Okay, der Goliath wird unser Zugtier. Was? Hopper, du und Rihanna macht so viel C4 am Gestell fest wie möglich. Jacobs, du kommst mit mir. Wir machen dem Goliath den Weg zur Mauer frei. Wir halten diese Straße bis zu dem Checkpoint. Aber sie sind gut verschanzt, bis diese Barrikaden eingerissen werden. Zwischen uns und der Mauer sind noch ein paar Straßensperren. Die müssen weg, damit unsere Bombe durchrollen kann. Na, lebt er noch? Jacobs, du entsorgst die Barrikaden. Ich gebe dir Deckung. Geh da raus und mach die Straßensperre weg. Bin schon dabei. Mitten auf der Straße, weg mit der Barrikade. Ein bisschen sprachlos, weil das Game ist eigentlich voll geil. So eine Spiele wünscht man sich öfters. Das ist so ein hässlicher Call of Duty Abklatsch. Hinter der Theke habe ich eine Schrotflinte gesehen. Schnapp sie dir! Warten wir nicht. Jacobs, du übernimmst die Tür. Ich gebe dir Deckung. Ah, so ein Einlass, richtig geil. Ich halte sie hier auf, geh da raus und mach die letzte Barrikade weg. Lade nach, gib mir Deckung. Wo krieg ich denn hier noch was ab? Ja, wir treiben sie zurück. Raketenwerfer da drüben, zweiter Stock im Fenster. Also, wir sind ja noch. Da sind noch Raketenwerfer, die die Straße treffen. Raketenwerfer da drüben.
schon dabei. Alter, das gibt's doch nicht. Boah, fick das Weiße Haus, Alter. Oh, nö. Du übernimmst die Tür, ich geb dir Deckung. Mann, Alter. Mann, ich doch. Hab ich schon mal welche. Die Steuerung der Barrikade ist auf der anderen Seite des Kontrollpunkts. Wir kommen nicht ran. Boah, was gibt's denn hier für Schaden, Mann? Das ist zum Beispiel echt übelst schwer. Das war's. Gerne, der Weg ist zur Frage möglich. Was macht der Maulwurf? Der Goliath ist voll mit C4. Wir kommen zu euch. Wir brauchen eine bessere Position. Los! Wenn die Mauer durchbrochen ist, nehmen wir den Humvee. Hopper, sieh zu, was du machen kannst. Der Goliath ist fast da. Diesmal haben wir nur einen Versuch. Gib mir Deckungsfeuer auf mein Zeichen. Jetzt! Wow! Das hat geklappt. Die Mauer ist auf. Ist das Spiel bald vorbei oder wie? Er hat uns aus dieser Stadt gebracht. Und jetzt verdammt nochmal weg hier. Alle in den Humvee. Jacobs, du gehst ans Geschütz. Ich nehme mal ein bisschen mehr auf. Also, vielleicht ist es ja dieses Wochenende schon vorbei. Wie gesagt, es soll ja ziemlich kurz sein, aber eigentlich das hier richtig geil. Alles klar, bring uns raus. Da sind noch mehr auf der anderen Seite. Wir müssen mitten durch. Wow. Jacobs, mach mir einen Weg frei. Alter, was du? Heilige Scheiße, wir haben es geschafft. Wo geht's hin? Die 50 nach Westen, Utah. Wir müssen zur Farm der Überlebenskämpfer und den Helikopter holen. Anders kriegen wir diese Tanker nicht. Okay, es geht noch ein Stück weiter. Aber das war jetzt Part 3. Der wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es oder heißt, Homefront mit Tobi von Turbulent. Hört euch das jetzt noch an und dann geht's beim nächsten Part weiter. Patrouillen vermisst. Und jene, die überlebt haben, berichten nur Schreckliches. Nach dem EMP, als das elektronische Netz, das uns bewahrte, zusammenbrach, verfiel unsere Nation ins Chaos. Ich erinnere mich an diesen ersten Winter, in dem die Verzweiflung über das Land fegte. Die Nahrung wurde knapp und die Menschen fielen übereinander her. Viele hinter der Mauer denken nur noch an ihr eigenes Überleben. Wenn sie es mit diesen Menschen zu tun bekommen, dann denken sie daran, dass sie unberechenbar sein können. Seien Sie vorsichtig da draußen. Dies ist die Stimme der Freiheit. Hey, go and ride with me, get high with me. You looking fly with me, go and ride with me. Just vibe with me, get high with me. In the sky with me, go and ride with me. Get high with me, turn high with me. We just having fun, man. They tell me I'm the shit, I'm like, duh. Girls on my dick, I'm like, duh. Niggas stupid in this bitch, so what's up? Make the whole damn world, homie, I don't give a fuck. I'm rich and famous, thanks for asking, how are you? Party every night, that's exactly what I do. Getting stupid in this bitch, so what's up? Make the whole damn world, homie, I don't give a fuck. Wake up, 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 up. Wake up, 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 up. Wake up, 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 up. Wake 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 up.
with more money and the hoes love me. Hit these other kids, don't touch me. Full contact, rap, no rugby. Pretty boy flow, why your girl so ugly? My bitches don't want anybody but me. They puff trees, sip liquor or suck D. Got a lot of people worry about the things I say, and a lot of different haters that they bring my way. I let them grill though, they can watch the money pal. Why these groupie hoes running, trying to hunt me down? Now every day feeling like the best day ever. Heard it's a long road, but it get way better. Little money in my pocket, but my eyes on a million. Got these doubters listening surprised when they feel him. Ballin' like Jordan, you ballin' like Wilson. Feeling like a kid again, chillin' watching Gilligan. I don't think they want to interrupt my party. Some weeds in my mind, on its way I'm gone. Somewhere to my own dimension, I show these hoes no affection. Just party every night, getting so demented. At the time I'm looking in the mirror, seeing no reflection. Got me wondering why don't they get it. Spend the night with me, sure you won't regret it. Got some liquor on the way, the weed is twisting. You should stay, used to listen when they say the kid is spitting, getting paid, but my difference is in age. Got me shitting with a rage, cause what's written on the page, straight sicker than some AIDS. I came to get fucked up, I came to act well.